Diese Sendung wird präsentiert von Valiant. Wir sind einfach Bank. Und familienleben.ch. Familienzeit. Zeit für Träume, die im hektischen Alltag zu kurz kommen. Die Anne Hodler besucht Familien, die auf einer Bucketlist ihre Herzenswünsche aufgeschrieben haben. Sie hört von den Problemen, die im Weg stehen, und holt sich darum bei Experten wertvolle Tipps ab, damit Familien wieder mehr Zeit ihren Träumen und Wünschen widmen können. Scheint und ich bin auf der Fahrt in mein Nachbardorf Niederscherli, um die Familie Zimmermann zu treffen. Nadja und Tom haben sich als Wegegespänli in jungen Jahren kennengelernt und sind sich nach einer gemeinsamen Reise sicher gewesen, dass sie füreinander bestimmt sind. Lang zu zweit blieben sie nicht. Gerade 5 Kinder haben ihr Leben in den letzten 10 Jahren reich beschenkt. So eine grosse Familie zu ernähren, ist finanziell aber auch eine Herausforderung. Darum sind auch beide Eltern berufstätig. Der Tom arbeitet tagsüber als Pflegefachmann und leitet 2 Abteilungen in einem Wohnheim für psychisch kranke Menschen. Nadja macht Nachtschicht als Pflegefachfrau im medizinischen Bereich. So ist immer jemand daheim und ein Lenkrad, um über die Runde zu kommen. Doch es gibt so viele Träume, die sie sich trotz allem nicht leisten können. Mich nimmt es Wunder, was sie sich tief drin so wünschen und habe sie darum gebeten, eine Bucketlist zu erstellen. Ich heiße Nadja, bin 36 und ich würde gerne wieder mal mit allen zusammen in Europa parken. Ich bin der Tom, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe auf der Bucketlist die RHB-Strecke in Ninata. Das ist etwas, das mich fasziniert, das ich sehr gerne wieder mal machen würde. Ich heiße Mila, ich bin 10 und mein Wunsch ist, mit meiner Familie ins Alpamare zu gehen. Ich bin Lynn, ich bin 8 und mein Wunsch ist, mit der Familie in den Elbpark zu gehen. Ich bin der Till, ich bin 5 und ich will wieder mal ins Seichelzoo. Das ist Eva, sie ist 3 geworden jetzt gerade und sie würde am liebsten wieder rein in den Zoo. Der Kleine ist der Nils, er ist 5 Monate alt und wie man sieht, tut er sehr gerne schlafen. Und ist auch sonst sehr ruhig und pflegeleicht. Ihre Wünsche sind aufgeschrieben, höchste Zeit also für meinen Besuch bei Zimmermanns. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Kann ich reinkommen? Ja, selbstverständlich, geschafft. Ich bin gespannt, was die beiden mir zu erzählen haben, weil eine so grosse Familie ist heutzutage doch eher ungewöhnlich. Ihr habt heute 5 Kinder. Ist das von Anfang an klar gewesen, dass ihr eine Grossfamilie werdet? Ja. Ja, du hast gesagt, du hast 7 Kinder, ja. Und ich habe gefunden, ja, 7 sind schon ein bisschen viel. Ich habe aber eigentlich nie im Kopf gehabt, es müssten 5 sein. 5 Kinder bringen viel Leben ins Haus. Wie sieht es da bei euch aus? Bleibt euch noch Zeit für euch selber? Wir sehen das auch so, dass das unsere freie Wahl ist und wir das gewünscht haben, das Leben. Und von dem her ist das halt auch unser Hobby und unsere Freizeit. Ihr seid beide berufstätig. Wie sieht es bei dir aus, Tom? Wie viel Prozent arbeitest du? Ich arbeite 85%. Was für unser Modell extrem gäbig ist, ist, dass ich meine Arbeitspläne selber schreibe und später mache, als du deine bekommst. Und dann kann ich so ziemlich auf alles Einfluss nehmen. Du machst im Moment eine Babypause, Nadja. Arbeitest aber auch wieder vor allem in der Nacht. Warum? Hauptsächlich, weil es in der Nacht 20% Zeitgutschrift gibt und ich weniger Präsenzzeit an der Arbeit habe in der Nacht für das gleiche Pensum, wie ich am Tag hätte. Und auch noch, weil es nachher gäbiger ist am Tag für unser Kinderbetreuungsmodell, wenn ich anwesend bin. Zwar am Schlafen, aber ich wäre da, wenn es einen Notfall gibt oder so. Nadja und Tom haben ein Modell gefunden, um mit ihren Kindern viel Zeit zu verbringen und trotzdem genug Geld zu verdienen. Aber vieles ist dabei davon abhängig, dass sie beide gesund sind. Wie sieht es aus, wenn jetzt jemand von euch ausfallen würde über eine längere Zeit?
Das ist etwas, was wir ehrlich gesagt nie so genau besprochen haben. Das kann passieren. Und es ist ziemlich schlecht, wenn es passiert. Jetzt haben wir auch schon gemerkt, dass wir Leute haben, zum Beispiel im Freundeskreis, die das sehr viel genauer geregelt haben. Was sind denn da die nächsten Schritte, die ihr macht, um das zu regeln? Wir haben auf jeden Fall mal schon länger vor, auf die Bank zu gehen. Mit dem Bankberater das mal anzuschauen, was wir da machen können. Wir haben gar nicht so genau, glaube, die Übersicht, jetzt, was wir für Möglichkeiten hätten. Was ist denn die richtige Vorsorge und Absicherung für eine Familie? Ich habe mich von einem Experten beraten. Die Vorsorge, die Absicherung ist doch für die Familie und mit Kindern ein wichtiges Thema. Weil, wenn eins versteht, was passiert mit der Kinderbetreuung, wie tut man es finanzieren, das ist schon ein wichtiger Punkt. Dort bieten Banken und Versicherungen Vorsorge und Risikoanalysen an. Mit der Risikoanalyse sieht der Kunde relativ schnell, wo habe ich meine Lücken habe. Er kann selber individuell entscheiden, ob er die abdecken will oder nicht. Man kann beispielsweise ein Drittsäulenkonto, 3a, eröffnen. Gibt es auch in Versicherungsform. Oder auf der anderen Seite Risikoversicherungen abschließen, die den Todesfall absichern können. Eine Versicherung, die den Erwerbsausfall abdecken oder schlussendlich die Invalidität. Wie wichtig eine gute Beratung bei diesem Thema ist, haben Nadja und Tom auch schon selber erfahren. Wir haben jetzt die Krankenkasse gewechselt und haben dort vorher bei der alten Krankenkasse für Kinder sowie Lebensversicherungen gehabt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir noch irgendetwas haben von dem, was wir dort eingezahlt haben. Das ist nicht auf die Seite worden für uns, das ist wie eine Prämie. Und dann haben wir mit dem neuen Versicherungsberater das angeschaut und der hat uns dann empfohlen, das über die Bank zu machen, wo man dann eben das Einzahlte irgendwann auch kann ausnehmen. Ja, genau, wieder rausnehmen. Und das müssten wir eben dann auch noch machen. Um überhaupt eine gute Vorsorge zu planen, muss man wissen, wie viel man investieren kann. Darum ist ein Überblick über die Lebenskosten wichtig. Bei einer Grossfamilie ist das aber gar nicht einfach, weil sich die Ausgaben immer wieder verändern. Ich habe das Gefühl, dass es langsam kommt mit den Kosten. Weil mich denkt, die kleinen Kinder kosten so als Baby nicht viel. Sie essen ja eigentlich nichts. Die Ausrüstung braucht man nicht grossartig. Aber jetzt ist zum Beispiel die Mila, die Klavierunterricht nimmt das Jahr. Und dann haben sie Hobbys. Eben, sie gehen reiten oder in Turnvereine und so. Und da sind wir froh um die 10 Jahre vom Nils zu der Mila. Und wir hoffen, dass, wenn der Nils vielleicht mal Klavier spielen will, dass Mila ihre Stunden bereits selber zahlen kann. Ja, klar. Ja. Und dass auch nicht alle miteinander studieren oder so, vielleicht, wenn wir Glück haben. Ja. Hoffen, dass alles aufgeht, ist gut, aber vorbeugen ist besser. Wie sieht es denn bei Zimmermass mit einer Budgetplanung aus? Habt ihr schon mal irgendwie ein Budget erstellt? Früher mal? Ja, wir haben es auch probiert, aber wir waren etwas zu wenig konsequent. Das heisst? Wir sind sehr ambitioniert hergegangen und haben recht schnell den Faden verloren. Ein Budget aufstellen ist zwar nie ein Kinderspiel, aber es gibt ein paar Tipps, die einem dabei helfen können. Ich empfehle es eigentlich jedem, ein Budget zu machen. Weil es ist wichtig, dass man weiss, was kommt rein Ende Monat und was geht wieder raus. Und meistens hat man die Kontrolle nicht. Und für das zu machen, gibt es relativ viel Hilfe, auch im Internet. Auch auf den Online-Portalen und schlussendlich von den Banken gibt es einen sogenannten Sparrechner, der relativ einfach man kann das Einkommen, das man selber generiert, aufführen mit den entsprechenden Budget, Kosten, Punkte, die vorgegeben sind. Das gibt so eine Hilfestellung, weil man meistens ja nicht genau weiss, wie brauche ich mein Geld. Und ich kann es nicht schönreden, es gibt etwas zu tun, weil sie sind sehr individuell, die Kosten. Da kann man nicht von anderen Familien anschauen. Es ist für jeden anders. Und darum, eine ist ein bisschen Zeit nehmen, aus Familie reinknäulen und die ganzen Kosten zusammenzutragen. Und im nächsten Jahr wird es schon viel, viel einfacher. Vielleicht hat das Einkommen noch geändert und dann ist es viel einfacher, im folgenden Jahr das Budget ein bisschen anzupassen. Probieren geht über Studieren und so versuche ich mit der Nadja und dem Tom ein Familienbudget aufzustellen. So aus dem Stegreif ist das natürlich nicht ganz einfach. Kleider? Was geben dir für Kleider? Das weißt du sicher, Hey, keine Ahnung. Das, nicht
viel. Aber das ist jetzt echt im Fall noch knifflig. Ich habe doch keine Ahnung. Ich denke, der Einstieg ist noch schwierig in die Budgetführung. Weil man muss so laufend einsteigen und es hat immer Punkte, die jetzt noch nicht gerechnet sind. Steuern müssen wir noch tun, genau. Und Tiere sind bei uns auch noch ein Punkt, aber wir müssen auch unterstützen. Tiere geht unter Freizeit, ja. Und so lassen wir unsere Köpfe rauchen und versuchen, alle Ausgaben richtig einzuordnen. Trotz fehlender Vorbereitung ist der Tom mit dem Ergebnis zufrieden. Also die Zahlen sind gar nicht so verkehrt. Das ist alles Budget, das man einfach einmal im Jahr machen kann. Könnt ihr euch das jetzt vorstellen, so etwas mal zu machen? In dieser Form auf jeden Fall, ja. Ich habe das Gefühl, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, ist das eine gute Übersicht. Auch gut, was, eben, was nachher von Jahr für Jahr die Veränderungen, was das betrifft. So einmal im Jahr evaluieren, wo sind wir und wie gesagt, seit den Veränderungen zum Vorjahr. Ja. Die zwei scheinen überzeugt zu sein. Der Sinn des Budgets ist es ja, zu wissen, wie viel Geld man am Ende des Monats auf die Seite legen kann. Bei Nadia und Tom ist das aber ziemlich wenig. Wie sieht es bei euch aus mit Sparen? Wie spart ihr? Das war schon etwas, wo wir gesagt haben, jetzt ist nicht Zeit zum Sparen. Das liegt, so wie wir leben, im Moment nicht drin. Und dem sind wir uns bewusst. Aber es ist uns sehr wichtig, dass wir auszahlen, dass wir keine Steuerschulden haben, dass wir keine Kredite aufnehmen, dass wir nichts leasen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was uns schon manchmal so ein bisschen zu Welt gerettet hat. Dass man nicht noch etwas irgendwo hat, das noch nebenbei läuft, wo man dann noch muss oder so. Es ist eigentlich alles, was wir haben, ist halt. Mit finanzieller Disziplin schaffen es Nadia und Tom, immer genug auf ihrem Reservensparkonto zu haben, um auch für Notfälle gerüstet zu sein. Und Nadia hat auch eine Methode gefunden, dass sie sich sogar mal etwas mehr leisten können. Ich habe Sachen, die wir nicht mehr unbedingt brauchen, zu verkaufen. Über ein Portal. Und das Geld tun wir zum Beispiel explizit auf die Seite, für das wir einen Ausflug machen können, wo wir alle etwas davon haben. Also wir würden eigentlich gerne mit dem Geld zum Beispiel in Europa-Park wieder mal so Sachen. Wie lange geht das, bis so ein Ziel, zum Beispiel der Europa-Park, erreicht werden kann? Wie lange müsst ihr da sparen? Also an dem mit dem Europa-Park bin ich jetzt schon recht lang. Da bin ich sicher schon ein Jahr oder so. Und eben, man hat ja auch nicht alltag irgendetwas, das dann jemand zu einem anständigen Preis abkaufen möchte. Jetzt wäre es an der Zeit, die ganze Familie zusammenzurufen. Ja. Weil ich habe noch etwas für sie vorbereitet, was sie noch nichts davon wissen. Wir wollen einen Wunsch auf der Bucketlist für euch erfüllen. Und darum habe ich hier eine Überraschung. Soll ich sie mal anzünden, die Tischbombe? Ja. Wollen wir mal schauen? Ja. Also, schauen wir. Hey. Oh. Schaut hier. Wer will das auftun? Die Mila. Tageseintritt für 7 Personen in den Vergnügungspark. Europa-Park. Oh, mega cool. Das ist natürlich eine grosse Freude. Das ist etwas, was wir uns ja wirklich auch gewünscht haben. Etwas, was wir darauf heransparen, ganz explizit sparen. Das ist natürlich wunderbar. Und während bei Zimmermanns Party steigt, mache ich mich nach einem erlebnisreichen Tag auf den Heimweg. Ich finde es toll, wie der Tom und Nadia sich organisieren und trotz knappen Finanzen ihren Kindern ein unbeschwertes Leben bieten können. Und ich bin überzeugt, dass sie sich bewusst sind, wie viel von ihnen abhängt und sich darum auch gleich um die offenen Vorsorgefragen werden kümmern. Vielleicht hilft ihnen dabei ja auch das Haushaltsbudget, das wir versucht haben, zusammen aufzustellen. Wir haben immer aufgestanden, haben nicht überschlafen und sind jetzt auf dem Weg ein. Ein paar Tüll im Park. Milo und Papi. Du bist wicken. Nächste Woche bei «Familienzeit einfach gemacht» dreht sich alles um das Thema Arbeit und Kinderbetreuung. Wir waren auf einer Warteliste für einen Krippenplatz, aber der war Jahre entfernt. Mach mit beim «Familienzeit»-Wettbewerb und gewinne 10 Gramm Gold von Valiant. Warum sollte man ein Budget aufstellen? A. Kostenüberwachung oder B. Langeweile.
Sende eine SMS mit dem Kennwort Familie A oder Familie B und deine Adresse an Zielnummer 920. Eine E-Mail an familiezieht@z1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 597. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Valiant. Wir sind einfach Bank. Und familienleben.ch.